möchte gleich einsteigen und Ihnen zuerst unser Podium vorstellen hier. Ich beginne mit unserem Gast und, glaube ich, darf mittlerweile sagen, meinem lieben Freund Volker Stix, Geschäftsführer von FC Bayern München Basketball und seit über 4 Jahren mittlerweile ein Kooperationspartner der Vienna DC Timberwolves. Den Hausherrn hier vorzustellen, Markus Kretschmer, ist, glaube ich, weiß ich, dass das nicht notwendig ist. Auf der anderen Seite, auch Markus und ich arbeiten seit vielen Jahren mittlerweile zusammen. Zuerst im Bereich der Akademie natürlich, in der Nachwuchsausbildung von Fußball und Basketball. Und seit 26.01. dieses Jahres ist Markus auch als Vizepräsident und mein Stellvertreter im Verein, im Vorstand der Vienna DC Timberwolves. Und last but not least, ich glaube, ich darf auch sagen, mein lieber Freund Otto Wurzinger, Regionaldirektor Wien, Niederösterreich, Burgenland von Generali Österreich, einer unserer Hauptpartner in unserem Verein, auch ein regelmäßiger Besucher unserer Spiele und ein großer Glücksbringer, als wir letztes Jahr, um auch das unterzubringen, den zum zweiten Mal in der Geschichte den Meistertitel der zweiten Bundesliga erringen durften. Kurz zum Ablauf, es gibt 4 Statements von uns 4 hier oben. Es gibt dann ein paar Fotos vom Jakob Pöltl, einfach um die mit euch zu teilen. Der Bursche war 7 Jahre bei uns im Verein und ist alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen und da sind ein paar ganz liebe Fotos dabei, die dann auch am Server stehen. Apropos Server, alle Unterlagen gibt es elektronisch am Server von FK Austria Wien. Wir werden auf unserer Homepage auch den entsprechenden Link dazu online stellen und man kann sich das dann runterladen. Es gibt hier hinten am Tisch sehr viel Papiermaterial auch. Sie haben auf der einen Seite unser Wolfs Live Magazin, sowohl das aktuelle als auch das von unserem Meistertitel. Sie haben die aktuelle Volksschulkooperation, wo es am 9. Mai wieder einen großen Finaltag im Wulstum gibt. Und Sie haben vor allem unsere brandneuen Folder, das ist heute eine Premiere, die für die Internationalisierung und Professionalisierung unserer Timberwolves Basketball Akademie symbolisch steht. Diese Folder gibt es nämlich ab sofort in Deutsch, in Englisch und wie es jetzt korrekterweise heißt, im BKS, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Das ist auch sozusagen unser primäres Einzugsgebiet, aber da komme ich dann noch drauf. War aber auch schon das Stichwort, Timberwolves Basketballakademie, Teil der ersten Wiener Ballsportakademie zusammen mit Austria Wien, mit den Vienna Vikings im American Football und dem SV Sokol im Volleyball, 2 Indoor-Sportarten, 2 Outdoor-Sportarten, die sich wunderbar ergänzen. Und wir haben jetzt in den letzten 4, 5 Jahren diese Akademie auf- und ausgebaut. Im Moment sind rund 35 Spielerinnen und Spieler in dieser Akademie. Wir haben schon 2 Matura-Jahrgänge gehabt und es kommen jetzt im nächsten Schuljahr wieder rund 10 bis 15 Basketballerinnen und Basketballer neu dazu. Und aus unserer Sicht, weil wir gesehen haben, dass es sich bewährt, wenn wir sehen, wie viele Nationalteamspieler kommen aus dem Nachwuchs der Timberwolves, sowohl Nachwuchs-Nationalteamspieler als auch österreichische Nationalteamspieler, wie viele ABL-Spieler, also erste Bundesligaspieler, kommen aus dem Nachwuchs. Wir haben den Marvin Ogunsipe, jetzt das 2. Jahr beim FC Bayern Basketball und wir haben eben den Jakob Pöltl derzeit in Utah am College, über den ja entsprechend intensiv berichtet wird. Und das hat uns dazu motiviert, zu sagen, das Herzstück der Timberwolves seit der Vereinsgründung 1972 war immer der Nachwuchs. Das ist unsere DNA. Und hier wollen wir weitermachen. Und hier sehen wir eine großartige Chance aufgrund der Konstellation Verein, Schule und die Partnerschaften mit den anderen Vereinen, hier zu internationalisieren und zu professionalisieren. Das heißt, diesen Ausbau voranzutreiben. Das wird auch bedeuten, dass wir unsere Talente stärker international einsetzen werden. Ich darf ankündigen, dass wir im nächsten Jahr, die Altersklassen stehen noch nicht ganz fest, aber dass wir dabei sein ist fix, dabei sein werden ist fix. Wir werden die internationalen Turniere intensivieren. Da sind wir auch mit unseren Partnern im Gespräch, inwieweit wir hier ein Vier-Nationen-Turnier machen können. Und wir werden zumindest mit einer Nachwuchsmannschaft bei der Euro Youth League mitspielen, um unseren Talenten auch die Chance zu geben, sich wirklich mit den Besten der Besten in Europa zu messen. Das ist Teil
der Internationalisierung. Die strategische Zusammenarbeit mit FC Bayern Basketball ist eben schon in die erste Verlängerung gegangen. Wir haben uns am Anfang auf 3 Jahre gebunden, haben das letztes Jahr im Mai verlängert und da wird, glaube ich, dann Volker Stiks aus seinem Munde beschreiben, wie diese Partnerschaft für ihn funktioniert. Es ist nicht unser primäres Ziel, die strategische Zusammenarbeit ist mit München, aber natürlich gibt es auch Kinder, die immer wieder, Jugendliche, die den Weg nach Amerika suchen. Wir haben derzeit 3 Basketballer auf Austauschsemester auf Highschools, also nicht nur den Jakob Pöltl am College, sondern die sagen dazwischen auch im Rahmen der Schulausbildung, ich will einmal für ein Semester nach Amerika gehen. Da arbeiten wir beispielsweise mit dem Pete Strobel zusammen, den manche von Ihnen sicher kennen, der früher auch in Österreich Basketball gespielt hat. Noch ein Announcement darf ich heute machen. Seit vorgestern halten wir den finalen Bescheid der EMA 36 in Händen. Sie wissen ja vielleicht, der Wulfsdom war einmal eine Tennishalle, eigentlich 2 Tennishallen. Wir durften einen Teil davon als Basketballhalle neu gestalten. Wir haben dort 2600 Quadratmeter, einem Hauptspielfeld für Meisterschaftsspiele, 4 parallele Trainingsfelder mit Parkettboden und allem drum und dran. Also wir bieten hier eine sehr hochwertige Infrastruktur, die wir jetzt auch um einen Schritt erweitern dürfen. Wir haben die Dauergenehmigung bekommen für Basketballspiele und, was in Österreich wichtig ist, wir haben das Okay bekommen, auf 800 Zuschauer Fassungsvermögen aufzustocken. Da haben wir ein bisschen umgebaut. Diese Umbauten sind seit letzter Woche auch alle abgeschlossen. 800 Zuschauer, warum ist das wichtig? In der ABL ist ein Mindestfassungsvermögen, also in der ersten Bundesliga, ein Mindestfassungsvermögen von 800 Zuschauern vorgeschrieben. Der Ausbau der Nachwuchsarbeit wird sich nicht nur über die Internationalisierung der Akademie abspielen, sondern ganz stark über Schulkooperationen. Die Plakate sind hinten auch zur freien Entnahme bzw. unter dem Download-Link. Wir kooperieren strategisch mit Volksschulen, die wir dann auch zu einem großen Final Day zusammenfassen. Wir werden in diesem Jahr rund 2500 Volksschülerinnen und Volksschüler erreichen. Da gehen unsere Trainerinnen und Trainer in die Turnsäle, zeigen ihnen, wie viel Spaß Basketball machen kann. Und wenn sie Interesse haben, können sie bei uns schnuppern und dann in den Verein eintreten. Das ist mittlerweile auch eine wichtige Achse für Neuzugang geworden. Die andere wichtige Achse ist Integration, die bei uns kein extra Thema ist, aber die einfach passiert. Wir hatten ja im letzten Jahr 43.000 Zuwanderinnen und Zuwanderer nach Österreich. 25.000 bis 30.000 waren prognostiziert. 43.000 sind es geworden. Unsere Neuanmeldungen sind zu 80-90% Leute, die nach Wien zuwandern, die aus basketballaffinen Ländern kommen, die unbedingt Basketball spielen wollen und Gott sei Dank sehr oft auch unseren Verein als erste Anlaufstelle finden. Ich sage, Integration passiert dann eben, wir müssen es nicht extra machen. Kommen Sie einmal an einem Freitag um 17 Uhr zu uns in den Wulfsdom, da sehen Sie 100, 120 Kinder von 6 Jahren bis unter 19 parallel auf 4 Feldern laufen, dann sieht man auch, wie das funktioniert. Um vielleicht eine mögliche Frage gleich vorwegzunehmen, ja, mittelfristig wollen wir natürlich in die ABL, aber es ist nicht unser erstes und nicht unser priores Ziel. Als ich die Timberwolves vor etwas über 7 Jahren übernommen habe, habe ich gesagt, wir müssen wirtschaftlich, organisatorisch und sportlich arbeiten und wir brauchen vor allem eine Infrastruktur. Und das Thema Infrastruktur geht jetzt weiter. Wir arbeiten derzeit daran, als nächsten Schritt die schon einmal angekündigten Tribünen wirklich zu verwirklichen. Das ist halt nicht immer ganz so einfach, aber wir sind optimistisch, dass wir das schaffen. Wir haben mittlerweile die Spieltagsgestaltung auch mit Cheerleadern, mit professionellem Hallensprecher, mit Maskottchen, mit guter Musik so ausgebaut, dass wir attraktiv sind für Familien. Das sehen wir auch, dass das angenommen wird, dieses Angebot. Und es ist wichtig, dass man nicht nur oben spielt, sondern dass es auch jemand interessiert und dass wir sozusagen steigende Zuschauerzahlen haben. Das heißt, uns geht es darum, attraktiven Basketball in attraktiver Infrastruktur mit attraktivem Rahmenprogramm zu spielen. Und wenn wir das geschafft haben und wenn wir diese Komponenten beieinander haben, dann ist es auch ein ganz natürlicher und logischer nächster Schritt, auch in die erste Bundesliga aufzusteigen. Letzter Satz vielleicht dazu, wenn Sie Basketball-Experten unter Ihnen, wenn Sie sehen, wie die
Legionärsregeln derzeit sind. Und ich glaube, wir werden für nächstes Jahr, vor allem in der zweiten Liga, da bin ich ja Sprecher zweiter Bundesliga, sind wir Vereine untereinander in Kontakt, was wir da verbessern können. Uns geht es ganz wichtig um die Spielzeit. Wer uns heuer verfolgt, wir liegen zwar Anführungszeichen nur am 7. Platz, aber wir haben sehr, sehr viele Verletzte und Ausfälle, gerade im Bereich der sogenannten Routiniers, was aber dazu führt, dass derzeit das Durchschnittsalter, das zeitweilig am Parkett steht, 16 Jahre ist, 17,5 Jahre ist und wir uns trotzdem für die Playoffs qualifiziert haben. Und diese Erfahrung von heuer ist uns auch wichtig, dass wir das fortsetzen, weil wir können nicht sagen, wir wollen eine Akademie aufbauen und internationalisieren und dann sitzen die Talente auf der Bank. Die müssen in Österreich in der Meisterschaft zum Einsatz kommen, müssen gegen Herren und Männer spielen und müssen international spielen. Dann sind sie richtig gefordert und dann schaffen wir vielleicht auch nur einen zweiten, dritten und vierten Jakob Pöltl. Ja, will das zum Anlass nehmen und Markus an für die überleiten. Ja, vielen Dank, Wolfgang, auch von meiner Warte einen schönen Vormittag. Ich freue mich, dass wir dieses Pressegespräch heute hier bei uns in der Generali Arena auch mit internationalen Besuchern abhalten können. Ich habe das zu Beginn gesagt, als ich im Jänner zunächst einmal die Einladung von Wolfgang bekommen habe, auch mit meinem Präsidium, dass wir das gerne machen, um auch zu dokumentieren, wie wichtig uns diese Kombination in der Ausbildung ist. Das ist ja etwas, woran FK Austria Wien in den letzten Jahren gearbeitet hat, diese duale Ausbildung. Wir halt jetzt im Fußball, wo wir glauben, dass wir sehr, sehr gut arbeiten, wo ja auch unsere Akademie in den letzten Jahren von David Alaba als Paradebeispiel angefangen, den uns ja der Mutter Club sozusagen vom Volker Stiegs weggeholt hat, über den Alex Dragovic oder zuletzt Suttner, Lindner etc. und viele andere, wo wir einfach gut arbeiten, aber wir reden eben einfach immer bei solchen Gesprächen über die Stars, über die Pöltls oder die Alabas. Wir dürfen aber nie vergessen, dass wir ja jedes Jahr auch viele Absolventen haben, die es nicht in den Profisport schaffen können oder die durch Verletzungen zurückgeworfen werden. Und da ist es uns ganz, ganz wichtig, denen eine Top-Ausbildung zu geben. Und daher war es so wichtig, vor einigen Jahren eben diese erste Wiener Ballsportakademie mit dem heutigen Ballsportgymnasium, das ist ja als Schule, als eigenständige Schule, als fünfjähriges Oberstufenrealgymnasium mittlerweile in Wien-Erzberg gibt, aber die Vision ja da ist, um das in den nächsten Jahren voranzutreiben, dass dort, und wenn Sie hinausgehen, dort, wo heute der große Parkplatz ist, dort soll ja in Zukunft diese Schule, diese Partnerschule errichtet werden, quasi auch als Schutzwall sozusagen, sowohl von der Visualisierung als auch von der Lautstärke her zu dem dahinterliegenden Wohnbau. Das ist ein Stadtentwicklungsprogramm, der Viola Park, aber da soll etwas passieren. Und für unsere Fußballer wird es eben wunderbar zu sein, in diese Schule zu gehen und daneben das Stadion zu haben, in dem ich einmal spielen möchte und einen Steinwurf entfernt die Akademie zu haben. Für die Basketballer und Volleyballer, die Trierlich drinnen trainieren können und die Footballer, die ja auch ihr Trainingszentrum in Wien 11 hier 10 Minuten von ihr haben, dass wir einfach das optimieren und ihnen diese Ausbildungsmöglichkeiten geben. Und es ist ja der Begriff auch auf dem Monitor zu sehen, dieses Stams des Basketballs. Stams ist ja, glaube ich, jedem bekannt als die Ausbildungsstätte unserer erfolgreichen Skifahrer oder auch im nordischen Skisport. Nur das sind in Wahrheit Einzelsportler und da geht es um den Teamsport und das ist nicht so leicht abzubilden. Und wir sehen das jetzt aktuell bei uns zuletzt der Dominik Prokop, auch den Fußballexperten bekannt, ein Nachwuchstalent, das natürlich auch in den ÖFB-Nationalwuchsmannschaften spielt. Den hat der Thorsten Fink im Winter hochgezogen und der muss einfach jetzt seine schulischen Möglichkeiten, der soll Matura machen, mit der Ausbildung kombinieren und das gibt ihm einfach dieses einzigartige Schulmodell, was viele andere nicht können, gibt ihm diese Möglichkeit und das unterstützen wir. Und ich möchte das auch noch einmal unterstreichen, was der Wolfgang gesagt hat, wir wollen kontinuierlich uns entwickeln, das heißt, diese Akademie ausbauen, einfach die finanzielle Basis auch schaffen. Sie wissen, der Sponsoringmarkt ist kein leichter, sowohl im Fußball auch durch die gesamte wirtschaftliche Lage. Wir müssen unsere Partner überzeugen und ich glaube, das ist ein sehr, sehr klares und gutes Modell, die Infrastruktur weiter zu verbessern und dann wird dieser Weg in die erste Bundesliga sicher kommen, da bin ich hundertprozentig überzeugt, aber einfach mit vielen Eigenbauspielern, das kann nur unser Ziel sein für die Zukunft und das ergänzt sich einfach sehr gut mit den Anforderungen, die auch Austria Wien sich selbst
selber stellt. Und daher sind wir sehr stolz und froh, in dieser Partnerschaft fungieren zu können. Ja, und jetzt wünschen wir uns einfach alle, dass wirklich auch mit dem Jakob Böltlein es wirklich in die NBA schafft, der hier 7 Jahre, wie wir gelernt haben, die Grundausbildung quasi genossen hat. Und ich glaube, das ist dann ein sehr gutes Zeichen und ein sehr starkes Signal. Und wir freuen uns einfach, dass wir hier auch als Austria Wien als Partner fungieren dürfen. Dankeschön. Danke, Markus. Was der Markus jetzt nicht gesagt hat, vielleicht auch eine Besonderheit unseres neuen Vorstands. Der Einzige, der nie Basketball gespielt hat, bin ich. Markus hat Basketball gespielt, sehr, sehr lange, sehr gerne. Ich glaube auch sehr gut. Und das gibt mir auch die Überleitung zu Otto Wurzinger. Auch er hat sehr lange, sehr gerne und ich glaube sehr gut Basketball gespielt. Und Otto, bitte um dein Statement. Betonung liegt auf lange, wirklich lange gespielt, 12 Jahre bei Landatei und dann in Wien. Gut würde ich jetzt nicht so unbedingt unterstreichen, aber immer mit Leidenschaft. Ich habe den Wolfgang Horak im Jahr 2012, glaube ich, kennengelernt. Einfach aus einem Sponsoring-Gespräch heraus und ich gebe zu, ich habe damals schon die Leidenschaft gespürt, die er für die Timberwolves auch jetzt vermittelt. Und aus dieser leidenschaftlichen Zusammenarbeit, die wir mittlerweile 4 Jahre pflegen, ist jetzt auch die Vizepräsidentschaft geworden. Und vielleicht auch deshalb, weil ich selbst Basketballspieler bin, sind die Schwerpunkte, die hier angeboten werden, und das ist vor allem die Schule, die Akademie, die vor 40 Jahren, als ich aktiv war, mir wirklich getaugt hätte. Das ist sicher eines der Dinge, wo ich sage, okay, das muss man unterstützen, weil die Leidenschaft der Spieler, der jungen Spieler und die Mitarbeit in der Schule ist meistens nicht, ist eine schiefe Ebene. Und wenn man das in diesem Bereich ein bisschen gerade biegen kann und für beide Dinge was machen kann, nämlich den Sport weiterbringen und die Jugendlichen auch in der Schule festigen, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, den man da auch leisten kann. Außerdem glaube ich, ist gerade in Zeiten wie diesen die Frage der Integration, du hast das angesprochen, wie viele junge Talente aus dem Süden, aus dem Osten kommen, das ist, glaube ich, auch da noch zusätzlich eine Möglichkeit zu unterstützen. Jedenfalls, wir werden diese 2 Punkte auch in den nächsten Jahren, so es uns möglich ist, weiter gut unterstützen. Danke, lieber Otto. Ich bin nicht nur der einzige Nicht-Basketballer im Vorstand, ich bin auch der einzige Nicht-Basketballer am Podium und darf daher das zum Anlass nehmen, zum Volker überzuleiten. Es war ein später Augusttag im Jahr 2011, der mich nach München geführt hat. Ich habe 4 Jahre bei Siemens in München gelebt und gearbeitet und habe in der Zeit oft die Allianz Arena besucht, aber ich habe keinen Kontakt zu Bayern München gehabt. Das war einfach sozusagen getreu in meinem Lebensmotto, Gedankenstreben nach Materialisierung, ein großes Stück Unbekümmertheit, wo ich versucht habe, sozusagen Fuß zu fassen und einen Ansprechpartner und eine Kooperation zu finden. Und wie das gelaufen ist, erzählt euch aber der Volker. Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang. Sie können, oder die Frage ist sicherlich auch schon öfter gestellt worden, vielleicht mehr hier in Wien als in München. Warum gibt es eine Kooperation zwischen dem FC Bayern und den Timberwolves? Man könnte ja jetzt denken, Timberwolves, ein Verein in der 2. österreichischen Basketball-Bundesliga, nicht vielleicht so der attraktivste Partnerverein für den FC Bayern. In einer von inzwischen sehr von Zahlen und von Richtlinien, Stichwort Compliance geprägten Welt, ist es gerade im Sport dann am Ende doch der Mensch, der einen begeistert. Und Wolfgang hat es sehr schön beschrieben, des Monat hätte ich gar nicht mehr sagen können, aber es war auf jeden Fall in diesem Jahr, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe jemanden kennengelernt mit dem Wolfgang Horak, der mit einem unglaublichen Enthusiasmus, mit einer unglaublichen Begeisterung für die Sportart Basketball brennt, für seine Timberwolves in Wien brennt, der das Ganze aber mit einem wichtigen und mir logisch erscheinenden strategischen Ansatz verfolgt hat. Wir lernen ja viele Menschen in unserem Leben kennen, die vielleicht vordergründig begeistern und auch mit vielen Worten blumig etwas erzählen können, aber was steckt wirklich dahinter? Und das war hier zu spüren, dass diese Kombination gegeben ist, und deshalb haben wir damals gesagt, Österreich ist, glaube ich, ein interessantes
interessanter Markt für uns. Es ist nicht weit von München entfernt. Es ist, Basketball ist hier eine Sportart, die im Aufstreben ist. Es ist gerade Wien eine Stadt, die sehr nah an den Ländern, in denen Basketball Sportart mindestens Nummer 2, meistens sogar Nummer 1 ist. Slowenien, Serbien, Kroatien, alles traditionelle Basketballnationen mit großen Erfolgen, nicht nur der Vereinsmannschaften, sondern auch der Nationalmannschaften in allen Altersstufen bis hoch zur A-Nationalmannschaft. Und so haben wir gesagt, okay, wir können uns das vorstellen, auf einer ideellen Basis eine Partnerschaft einzugehen mit den Timberwolves und den Wolfgang bei dem Aufbau der Vienna Timberwolves zu unterstützen. Das Ganze ist jetzt 4 Jahre her und ich kann nur sagen, aus Sicht des FC Bayern hat sich diese Kooperation nicht nur für uns gelohnt, sondern es war die absolut richtige Entscheidung, in diese Kooperation einzutreten. Der Weg, den Wolfgang uns damals ideell vorgezeichnet hat, der ist, glaube ich, nicht nur befolgt, sondern in manchen Teilen vielleicht auch übertroffen worden. Ich glaube auch, Wolfgang, du hättest damals noch nicht von dem Trainingszentrum geträumt, das du jetzt hast, ein Trainingszentrum, das selbst in Deutschland seinesgleichen suchen würde. Du hast vielleicht davon geträumt, aber es ist vielleicht auch nicht zu hoffen gewagt. Sport- und Wirtschaftskompetenz, wie mit Markus und dem Herrn Wurzinger hier in deinen Vorstand zu holen, auch das sicherlich eine Strategie, die vollkommen richtig und zielführend ist. Also für uns ist die Planung und die Vision, die Wolfgang hatte von den Timberwolves, mehr als bestätigt worden. Auch wenn der Verein vielleicht nicht in der ersten Liga spielt, was sicherlich auch ein großer Traum ist und dieser Schritt wird irgendwann kommen, davon sind auch wir fest überzeugt. Ich durfte ja letztes Jahr zu Gast sein bei einem dieser Aufstiegsduelle, bei dem es leider eben nicht geklappt hat, aber das ist im Sport so, nun mal so, man muss Erfahrungen sammeln auf diesem Niveau, um dann auch irgendwann da erfolgreich zu bestehen. Also der Weg war der richtige. Was ist für uns so interessant an diesem Projekt? Für uns ist interessant, diese aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, zumindest im Basketball, einmalige Kombination in Europa von Schule, Gymnasium, Oberschule und Basketballausbildung. Auch hier sind wir in Deutschland noch lange nicht so weit, dass wir sowas für Mannschaftssportarten haben. Wir haben das für Einzelsportarten, wir haben es vereinzelt auch für Kaderathleten aus Mannschaften, aber dass sozusagen ein ganzer Verein mit seinen Mannschaften Zugriff auf ein Ballsportgymnasium, auf eine Sportschule, auf eine Eliteschule des Sports hat, das gibt es auch in Deutschland nicht. Wir sind da gerade in München daran, in sehr intensiven Gesprächen mit unseren Partnern vom Deutschen Olympischen Sportbund so etwas in München zu verwirklichen, aber wir können da immer nur hierher nach Wien verweisen und sagen, schaut euch das an, das ist aus unserer Sicht eine optimale Struktur, eine optimale Verbindung zwischen Ausbildung und Sport. Etwas, was ja heutzutage für all unsere Jugendlichen immer bedeutender wird, die Ausbildung muss mit dem Sport vereinbar sein und wenn man weiß, was ein junger Sportler an Trainingsstunden an Zeit, an Wettkämpfen investieren muss, um wirklich oben anzukommen. Und mit oben reden wir jetzt, zumindest für unseren Verein, vom Nationalspieler, vom Leistungsträger in der deutschen Basketball-Bundesliga. Dann ist es eigentlich mit einem zum Beispiel in Deutschland G8, mit einem Gymnasium fast nicht zu vereinbaren. Das ist auch mit einer universitären, zielstrebigen Ausbildung in Deutschland fast nicht zu vereinbaren, sondern es müssen von Seiten der Städte, des Staates auch Bedingungen geschaffen werden, die das ermöglichen. Das ist hier passiert und ich glaube, es ist nur passiert, weil hier 4 Vereine und natürlich an erster Stelle, weil wie in Deutschland auch, der Fußball das Aushängeschild des Sports ist, der Fußball der Sport ist, der wahrscheinlich auch politisch am meisten bewirken kann, ist es nur möglich gewesen über die Austria Wien, die es hier gesagt hat, das ist für uns ein Ausbildungsmodell, das wir verfolgen wollen und dann eben 3 weitere Sportarten ins Boot geholt hat. Das ist für uns einmalig, das ist für uns auch ein Konzept, wo wir letztes Jahr bei Marvin Ock und Sippe gesehen haben, dass es funktioniert. Marvin
hat ja ein Kuriosum sozusagen, hat sein Abitur oder seine Matura hier in Wien abgelegt, während er schon Spieler des FC Bayern München war. Also der war in München, hatte gewisse Präsenztage hier in Wien, aber im Prinzip war der, stand er uns voll zur Verfügung und hatte gleichzeitig die Chance, seine Matura hier abzulegen. Also ein wirklich einmaliges Modell. Und wenn man sieht, was junge Spieler heutzutage wollen, gerade im Basketball, die wollen ein Modell, das ihnen erlaubt, Ausbildung und Leistungssport zu verknüpfen. Das gibt es hier auf sehr gutem österreichischen Niveau, zur internationalen Spitze oder zum Aufstieg in die erste Liga fehlt noch ein Stück, aber auch das wird kommen. Und dann kann das für uns sicherlich auch interessant sein, dass ein junger Spieler den Weg nicht nur von Wien nach München findet, sondern vielleicht auch einmal von München nach Wien, um hier auf die Schule zu gehen und hier als Basketballspieler ausgebildet zu werden. Die Ansprüche dafür sind sehr hoch. Die sind umso höher bei einem Verein wie dem FC Bayern, der natürlich sehr ambitionierte Ziele hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und die sind, und das ist vielleicht der letzte Punkt, auch deshalb so hoch, weil wir in Deutschland eine relativ restriktive Ausländerregel im Basketball haben. Das heißt, ich kann in der Basketball-Bundesliga als Verein pro Spiel nur 6 Nicht-Deutsche einsetzen, und da gibt es leider keine Unterscheidung zwischen EU-Bürgern und US-Spielern, sondern der Amerikaner ist genauso gewertet wie der Österreicher. Das heißt, dieser Sprung in unsere Erstligamannschaft ist nochmal unvergleichlich höher, weil ich dort als Österreicher, Beispiel Marvin Ogunsipe, nicht als Deutscher im Sinne oder als EU-Bürger spielen kann, sondern als Ausländer gelte, und dazu eine Leistungsfähigkeit bei einem Verein wie dem FC Bayern München zu haben, die ist natürlich der Anspruch ist sehr hoch. Aber nochmal, aus unserer Sicht, Begeisterung hat das Ganze geweckt, eine persönliche Beziehung, eine menschliche Begeisterung von Wolfgang hat das Interesse von uns daran geweckt. Wir sind dann diesen Weg jetzt einige Jahre miteinander gegangen, und das, was wir uns erwartet oder erhofft haben, das ist nicht nur in Erfüllung gegangen, sondern weit übertroffen worden. Danke, Volker. Vielleicht nur zwei kleine Ergänzungen. Das eine, Volker hat das Schulmodell angesprochen. Zum einen war ich sehr beeindruckt und wirklich auch berührt damals, dass es auch für die Geschäftsführung des FC Bayern ein Muss war, dass im ersten Ausbildungsjahr, obwohl er bei euch schon den Profi-Ausbildungsvertrag hatte, das Absolvieren der Matura ein Muss war. Das heißt, Marvin wurde immer abgestellt zu diesen Präsenzteilen und zur Matura selber in Wien. Das war auch vorher klar kommuniziert, dass im ersten Jahr Basketball 80%, 70% einnimmt und was immer es braucht sozusagen an Zeit, die Matura, und erst das zweite Jahr, in dem er jetzt steckt, zu 100% Basketball ist. Daher ist er auch nicht hier. Manche haben mich gefragt, ob er nicht kommt. Das zweite Team der Bayern steht am ersten Platz in der Tabelle. Der Aufstieg in die Pro B ist ein großer, großer Wunsch, und wir verstehen es natürlich, und für uns ist klar, dass Marvin heute nicht nach Wien kommen konnte. Aber letztes Jahr war in Wien, in Österreich, das erste Jahr der Zentralmatura, und er hat die Matura mit gutem Erfolg abgelegt. Und das ist schon, sage ich mal, etwas, was sowohl für den Marvin spricht, als auch für das Schulsystem spricht. Eines würde ich noch gern sagen, in der Presseinformation, aber auch in der Präsentation, wir haben ein Management Summary gemacht für die Timberwolves, das finden Sie alles in der Download-Section, finden Sie dann auch alle Erfolge. Eines, es ist nur symbolhaft, aber es ist ein ganz großes Symbol, auch für unsere Spieler, die dabei sein durften, und die erzählen das heute noch. Wir waren im Dezember 2014 gemeinsam mit einem Mixteam in Florida beim City of Palms. Das ist das größte und bedeutendste Highschool-Turnier in Amerika. Wir waren die dritte europäische Mannschaft in 42 Jahren Turniergeschichte, die eingeladen wurde. Wir waren natürlich, sage ich dann so dazu jetzt, die erste österreichische Mannschaft, die dabei sein durfte. Wir hätten es alleine aufgrund der Anzahl der Talente nicht geschafft, und die Kooperation mit dem Volker lebt so, dass wir mit 6 Timberwolves und 6 Bayern-Spielern dorthin geflogen sind. Volker hat gesagt, spielt im Timberwolf-Dress, und wir haben die österreichische Nationalflagge mitgebracht, weil die Amerikaner in Fort Myers hatten viele Flaggen, aber keine österreichische. Also haben wir sie mitgebracht, und als sie dann aufgezogen wurde und die österreichische Hymne gespielt wurde, war das ein sehr, sehr, sehr ergreifender Moment. Und wir haben in diesem Signature-Turnier, wo wir dann gespielt haben, auch den dritten Platz belegt und haben
das letzte Spiel gewonnen gegen ein Team aus San Diego, wo der beste 98er der Amerikaner gespielt hat. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, da gibt es zig Videos über Pro von den Spielern, was das auch für den Spirit in einem Fall.